Hallo Leute und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute einen neuen Naked Haul für euch. Der erste aus 7 Jahren und ich habe mir sehr coole Basics ausgesucht. Sehr viele Basics, weil ich natürlich etwas anderes gerade nicht so trage. Ne? Die zeige ich euch natürlich alle getragen und verlinke sie euch auch in der Infobox. Außerdem habe ich natürlich einen 20% Rabattcode für euch. Richtig fetter Code. Den blende ich euch hier ein. Der gilt eine ganze Woche lang. Außerdem hoffe ich übrigens, dass euch meine neue Filmecke gefällt. In meinem letzten Vlog habe ich euch ja mein renoviertes Schmink- bzw. Ankleidezimmer gezeigt. Mein Wohnzimmer ist es leider sehr, sehr dunkel und da bin ich nicht so flexibel wie in diesem Zimmer. Da kommt das meiste Licht rein und deswegen eignet sich das natürlich super für die ganzen Hauls. Hier habe ich ja meine Kleiderstange, da habe ich auch meine ganzen Naked-Sachen ja, schön aufgehangen. Und hier habe ich mein kleines Regal. Ja, und hier liegen schön meine Socken auf der Heizung. Ich fange an mit dem, was ich natürlich anhabe. Das ist so ein super schlichtes Cropped Top. Ich mag hier den Schnitt und hier ist so ein schwarzer Faden, der sich verläuft. Ich habe jetzt aber mal ein paar Ketten dazu getragen, damit das ein bisschen cooler ist. Und in Kombi mit der neuen High-Waisted Jeans finde ich das Outfit mega nice. Ich würde das jetzt auch mit Sneaker kombinieren und dieser neuen Tasche. Die ist von Mango, aber auch über Naked. Und die ist in so einer Wildlederoptik und in diesem wunderschönen neutralen Beige, was wie gesagt mega gut zu diesem Outfit passt. Ich zeige euch mal jetzt noch die Hose. Die hat nämlich einen besonderen Cut. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber die hat hier so einen Cut. Und ist so eine richtige Mom Jeans, also die ist gerade geschnitten. Die macht aber so einen tollen Booty, finde ich jetzt persönlich. Die ist richtig schön hochgeschnitten, deswegen passen diese Cropped Tops mega gut. Vielleicht könnt ihr hier den Cut auch erkennen. Ich finde das richtig cool. Vor allem auch mit Sneaker, wenn das so über den Schuh so drauf liegt. Jetzt auch super in diese Cutout Jeans und diesmal ist es innen und nicht außen, finde ich auch richtig cool. Und ja, das wäre auf jeden Fall ein sehr cooles Outfit. Ich habe übrigens dann noch eine coole Bomberjacke bestellt, die ist richtig cropped, genauso eine wollte ich. Und diesmal habe ich mich mal nicht an Schwarz getraut, sondern an diesem schönen melierten Grau, so ein helles Grau. Und das würde auch jetzt, glaube ich, richtig cool mit zu der Jeans aussehen. Ja, weil die Jacke auch ein bisschen so zwischen Grau und Blau ist. Und ah, wie cool ist die? Ich muss sagen, ich mag das, dass sie cropped ist, weil ich finde, das macht eine schönere Silhouette. So schaut die aus. Hat natürlich zwei Taschen. Und hält mega warm. Vielleicht noch eine Crossbody-Tasche oder halt eben die ich euch gezeigt habe. Und ist der Look. Ich mag das total gern. Jetzt komme ich zu dieser wunderschönen und super, super süßen bestickten Strickjacke. Oh, die ist so cool, Leute. Genau meine Farbe, wisst ihr ja mittlerweile, was für eine Farbpalette ich gerne habe. Und ich finde, das ist voll was Besonderes. Die hält jetzt natürlich nicht super warm, aber ich finde, zu dem Outfit zum Beispiel ist die auch richtig cool. Man kann natürlich auch ein hautfarbenen Body oder Top drunter tragen, dann ist das auch nochmal richtig cool, glaube ich. Und vielleicht auch so über die Schulter tragen. Aber das ist ein richtig süßes Teil. Vielleicht auch mit einer braunen Hose, schwarz. Also kann man wirklich zu allem kombinieren. Ne? Das ist so ein richtiges Keypiece von dem Outfit. Schaut mal, wie schön diese Details bitte sind. Das sind so hier Blümchen. Richtig cute, oder? Dann geht es weiter mit diesem Cropped Pulli. Also richtig basic. Und innen ist es auch gefüttert. Ich zeige es euch mal kurz getragen. Wie schaut der getragen aus? Wie cool ist der?
super basic. Deswegen ist es cool, wenn man es mir so ein bisschen mit Accessoires ja, aufpeppt, das Ganze. Der Schmuck ist übrigens von meiner Brand Heyam Jewelry. Verlinke ich euch gerne unten in der Infobox. Das sind so wirklich Alltags Pieces, die ich super, super gerne trage. Wie gesagt, vor allem zu so einem schlichten Outfit, das macht das Ganze ein bisschen interessanter, cooler und nicht so langweilig. Der Pulli ist mega warm, mega weich, weil er eben innen gefüttert ist. Und ich mag den Schnitt total gern. Das ist hier cropped. Die Arme sind etwas weiter. Hier würde die coole Tasche passen. Tada! We have a Outfit. Solche Oberteile oder Pieces sind halt einfach cool für drinnen, für zu Hause oder halt eben, wenn man rausgeht. Es geht weiter mit einem All-Black-Outfit. Ich habe das weiße Top nochmal in schwarz bestellt, weil ich einfach den Cut total mag. Ich finde solche Tops mega basic und sowas trage ich wirklich im Alltag sehr oft. Hier habe ich meine Ketten. Kombiniert habe ich das Ganze mit einer richtig, richtig coolen Fake-Leder-Hose, die gerade geschnitten ist, super bequem ist. Kann auch sein, dass hier das ein bisschen größer ausfällt. Ich habe nämlich 36 und die ist super bequem. Ich glaube eher, das ist der Schnitt. Die hat hier wieder zwei Taschen, ist wieder hochgeschnitten. Das Besondere an der Hose sind wieder diese Cuts hier vorne diesmal. Das wird so cool ausschauen mit schwarzen hohen Schuhen. Aber ich ziehe jetzt einfach mal diese Stiefel dazu, die sind nämlich auch neu. Und ich fand die richtig cool, weil die Sohle beige ist. So Leute, ich würde jetzt nicht unbedingt diese Stiefel mit dieser Hose kombinieren. Ich wollte die Schuhe euch aber mal kurz getragen zeigen. Also hier hat man Gummi, das ist sehr flexibel und ich finde die einfach ultra nice. Die haben einen coolen Plateauabsatz. Da die hier oben recht eng sind, glaube ich, schaut das richtig cool aus mit einer engen schwarzen Hose oder allgemeiner engen Hose oder Strumpfhosen. Ich kann es kaum erwarten, die auch so zu kombinieren, weil ich finde die mega schön. Ich hatte erwähnt, ich habe viele Basics gekauft und Naked hat jetzt eine Hunkemöller-Kooperation rausgebracht. Finde ich richtig cool. Und da habe ich einfach diesen Stoff-BH mir bestellt. Auch mal daheim tragen oder so oder einfach, wenn ich zum Einkaufen gehe. Ich habe jetzt einfach nur so richtige BHs gehabt und ich wollte einfach mal normale Stoff-BHs mir zulegen und ich muss sagen, der ist super bequem. Ich habe schon anprobiert und das fühlt sich auch mega weich an. Ist ein toller Stoff, super weich wie gesagt und ja, hier kann man auch die Träger verstellen. Genau, also die haben jetzt wie gesagt eine Hunkemöller-Kooperation, da habe ich mir auch ein Set gekauft für daheim oder für Yoga. Ich weiß nicht, ob es so richtig für Sport geeignet ist. Zeige ich euch gleich, davor aber noch ein schwarzes Oberteil, was rückenfrei ist. So, das ist das Oberteil, beziehungsweise ist das ein Body. Von vorne super schlicht, aber wenn ich mich umdrehe, tadada, ist es natürlich sehr besonders. Sehr offen, aber ich finde, das ist irgendwie richtig cool, wenn man etwas Besonderes, einen besonderen Anlass hat. Ich habe die jetzt natürlich leider nicht zurzeit, ich glaube wir alle nicht, aber ich habe es mit der Hoffnung bestellt, dass es bald hoffentlich soweit sein wird. Ich finde es halt irgendwie richtig cool, vor allem zum Beispiel mit der Hose, die relativ hochgeschnitten ist. Also auf jeden Fall dehnbar. Ich habe jetzt kein BH logischerweise drunter angezogen. Man kann diese Pads vielleicht draufkleben, aber ich habe jetzt nicht die Größen, deswegen passt das. muss man aber natürlich je nachdem machen, wie man sich wohlfühlt. Aber wie gesagt, ich finde das richtig cool für so ein Mädelsabend oder irgendwie sowas. Ich hoffe, das ist bald soweit. Einfach einen coolen Blazer noch drüber und wenn man dann soweit ist und sich bereit fühlt, kann man den ausziehen und tada, der Rücken ist rückenfrei. Ich weiß nicht, ich finde das richtig cool. Ist übrigens ein Body, habe ich glaube ich schon erwähnt und das verlinke ich euch auch unten. Jetzt komme ich zu dem Zweiteiler aus der Hunkemöller und Naked Kollaboration oder Kollektion. Die haben sich nämlich zusammengetan und so Loungewear bzw.
Sportswear kreiert. Ich muss sagen, das ist super weich, super angenehm. Ich persönlich würde es jetzt nicht zum Sport machen, tragen. Ich glaube, dafür ist es auch nicht gedacht, weil es ein sehr weicher Stoff ist. Das ist nicht so ein Sportstoff sozusagen, sondern eher für daheim oder für Yoga, wenn man sich jetzt nicht arg viel bewegt, weil das ist sehr comfy. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht, glaube ich, geeignet, um darin richtig Sport zu machen und sich richtig zu bewegen, weil es jetzt nicht so ultra zusammenhält, vor allem nicht das Oberteil. Richtig gut, es ist ultra weich, also kennt ihr das? Ich kann zum Beispiel nicht eine Sportleggings nur daheim tragen, weil dieser Stoff mich dann nervt. Das ist halt nicht sehr angenehm, finde ich, auf der Haut, halt nur zum Sport machen. Und das ist so ein Stoff, das ist halt richtig weich. Hier ist es übrigens so zweilagig, vielleicht seht ihr das. Das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, einfach die ganze Zeit daheim überzutragen und auch darin vielleicht, weiß nicht, wenn man Yoga macht, Yoga-Übungen zu machen oder so. Aber es ist sehr angenehm, man kann einfach noch einen Pulli drüber ziehen, wenn einem kalt ist. Aber das würde ich zum Beispiel die ganze Zeit daheim tragen, ist super angenehm, ist auch nicht nervig. Als letztes Teil habe ich mir diesen Oversize Stockholm Pulli gekauft. Da gibt es noch einen mit Berlin. Aber ich fand den in der Farbe besser. So, passt das auch richtig cool. Ich glaube, ich behalte es auch gleich mal an. Der Pulli ist auch gefüttert. Also ich glaube, der hält richtig warm. Der perfekte Look für daheim. Super warm und irgendwie trotzdem richtig cool. Ist echt ein cooler Sweater. Mag ich voll gern. Und die Farbe ist auch ganz cute. Ich mag so, wenn Pullis so einen Aufdruck haben. Aber ja, der geht auch bis über den Po. Ja Leute, das war's von meiner Naked-Ausbeute, von meinem Haul. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Wenn ihr ein paar Sachen auch cool fandet und ihr die nachshoppen wollt, die Links dazu findet ihr unten in der Infobox. Nicht vergessen, den 20% Rabattcode auszunutzen. Der ist ab jetzt eine Woche gültig. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Shoppen. Checkt sonst sehr gerne mein Instagram aus für mehr Outfit-Infos. Ich würde mich sonst freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt und einen Kommentar, was euer Lieblingsteil war. Sonst sehen wir uns nächsten Sonntag wieder mit einem neuen Vlog. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bis nächste Woche. Ciao!